Hallo, in diesem Video geht es um das Thema Vorstellungsgespräche und Angst vor den Vorstellungsgesprächen. Mein Name ist Ramona Giesbrecht, ich arbeite in dem Projekt Perspektive der Einstieg. Am Ende des Videos werde ich Ihnen auch erzählen, welche Fragen an Frauen mit Familienpflichten kommen können und wie sollen sie sich darauf vorbereiten. Unsere Teilnehmer, die zu uns zur Beratung kommen, haben oft Fragen zu dem Vorstellungsgespräch. Ja, natürlich, wenn man eine Einladung zu dem Gespräch bekommt, dann freut man sich als erstes und dann kommt die Angst. Ja, was mache ich, damit das gut läuft? Was ist bei einem Vorstellungsgespräch wichtig? Natürlich die gute Vorbereitung. Je besser Sie sich vorbereiten, desto weniger Angst werden Sie haben, weil Sie auch wissen, was auf Sie zukommt. Wie bereiten Sie sich vor? Als erstes informieren Sie sich natürlich über den zukünftigen Arbeitgeber. Was ist das für ein Unternehmen? Wie groß es ist? Wer arbeitet denn alles? Was machen Sie? Welche Produkte verkaufen Sie? Und etc. Der zweite Punkt, den man gut vorbereiten kann, einfach nochmal schauen, was für Fragen werden mir gestellt. Ja? Die Vorstellungsgespräche laufen in der Regel nach einem Muster. Deswegen, Sie können auch gut sich auf die Fragen vorbereiten, die Ihnen auch gestellt werden. Sei es, was sind Ihre Stärken oder warum bewerben Sie sich bei uns? Natürlich können auch nicht sehr angenehme Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, warum haben Sie Lücken im Lebenslauf? Oder was haben Sie seit dem XXX-Jahr gemacht? Oder was haben Sie in der Zeit gemacht, wo Ihre Kinder zu Hause waren, in der Familienphase? Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Auf die Fragen können Sie sich auch gut vorbereiten. Wenn Sie einfach souverän und authentisch bleiben, dann werden Sie das schon meistern. Der nächste Punkt, den man auch gut vorbereiten kann und sollte, sind die Fragen an den Arbeitgeber. Ja, immer irgendwann in dem Gespräch kommt die Frage oder Aufforderung, haben Sie noch Fragen an uns? Und dann sollten Sie auch welche stellen. Das zeigt einfach, dass Sie interessiert sind und auch sich mit dem Unternehmen bzw. der Stelle auseinandergesetzt haben. Auch nicht zu vergessen ist einfach, sich selbst klar zu machen, was möchte ich denn? Was ist mir wichtig? Was soll mir die Arbeit bieten? Und was kann ich dem Arbeitgeber bieten? Wenn Sie diese alle Fragen vorbereitet haben und klar wissen, was Sie möchten und was auch Sie bieten können dem Arbeitgeber, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wie können Sie noch vorbereiten? Sie haben auch weniger Angst, wenn Sie wissen, was auf Sie zukommt. Zum Beispiel dieser Gesprächsablauf bei einem Vorstellungsgespräch, die laufen auch nach gleichem Muster im Grunde genommen. Wenn Sie wissen, wie das läuft, dann ist es vielleicht für Sie auch sicher, Sie sind auf der sicheren Seite. Wenn Sie ankommen zu einem Vorstellungsgespräch, dann kommt der Teil Begrüßung, Sie halten einen kleinen Smalltalk mit dem Personal und dann geht es zu dem zweiten Teil, das heißt die Präsentation des Bewerbers, da werden die Fragen zu Ihrem Lebenslauf gestellt oder Sie sollen sich was über sich erzählen, das kann man auch super gut zu Hause vorbereiten. Sie sollen dann so circa 5 Minuten einfach schwerpunktmäßig über Ihren Lebenslauf erzählen, aber bitte nicht den Lebenslauf wiederholen. Als nächstes kommt dann in dem Gespräch Informationsteil. Da wird Ihnen einfach Unternehmen nochmal vorgestellt oder die Stelle, die ausgeschrieben ist und ganz am Schluss Abschluss des Gesprächs, indem Sie nochmal hören werden, wann Sie was von dem Unternehmen hören oder sollen Sie sich selbst melden. Ein spannendes Thema ist natürlich die Fragen für Frauen mit Familienpflichten. So, der Arbeitgeber möchte wissen, was ist mit Ihren Kindern? Ist die Kinderbetreuung gesichert? Wie ist das, wenn die Kinder krank von Ihnen sind? Und Sie fragen natürlich. Die Fragen sind auch legitim. Sie dürfen das auch wissen. Ja, es ist ganz wichtig, dass Sie erstmal die Kinderbetreuung auch vorbereiten. Das heißt, es bringt nichts, wenn Sie da irgendwie was erzählen, was auch nicht stimmt. Sie müssen sich von vornherein die Gedanken machen, was mache ich, wenn meine Kinder krank sind? Habe ich da Familiennetzwerk? Habe ich da Babysitter vielleicht, der da auch einspringen kann? Und wenn Sie das haben, dann können Sie das auch selbstbewusst dem Arbeitgeber auch erklären, dass Ihre Kinder Betreuung gut gesichert ist und Sie haben auch einen Notfallplan für
die Zeit, wo vielleicht die Betreuung ausfällt, beziehungsweise die Kinder krank sind. Weitere Frage, die kommen kann, ist auch, was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Sie waren jetzt 10 Jahre zu Hause, ja, waren Sie nur zu Hause bei den Kindern? Dann kommt es gut, wenn Sie vielleicht irgendwelche Weiterbildungen in der Zeit gemacht haben oder sich ehrenamtlich engagiert haben. Das kommt auch gut bei dem Arbeitgeber an. Dann erzählen Sie oder vielleicht sind Sie in einer Elternvertretung in dem Kindergarten aktiv. Der nächste Punkt, der vielleicht auch wichtig sein könnte, die Frage, ob dass für Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch nicht zu viel ist. Ja? Wie wollen Sie denn das meistern? Kinderbetreuung und auch der Beruf, da sollten Sie sich auch vorher Gedanken machen. Und wenn Sie gut vorbereitet sind auf Ihr Wiedereinstieg, dann können Sie auch diese Fragen gut meistern. Wenn Sie noch genauere Informationen wissen wollen zum Thema Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs, schauen Sie sich doch noch ein Video auf dem Kanal an mit meiner Kollegin Frau Uta Galle-Hahn. Möchten Sie mehr zu dem Thema erfahren, rufen Sie uns an. Wir werden Sie unterstützen bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgesprächs. Perspektive der Wiedereinstieg bietet Unterstützung für Männer und Frauen, die nach der Elternzeit den Wiedereinstieg in den Beruf suchen. Vielen Dank.